Geliebte Menschenfamilie, voller Freude begrüße ich jeden Einzelnen heute zu dieser vorbereitenden Meditation, welche dir hoffentlich die Kraft geben wird, deine Kraft zu erkennen und zu nutzen. Und so beginnen wir wieder damit, uns in den Schutzkreis der Liebe Gottes mit Smarana einzuhüllen. Und vielleicht auch mit dem Mantel des Schutzes, den du jetzt um dich herum auf deine Schultern legst, einzutauchen in die hohe Energie der vollkommenen Liebe Gottes, welche für dich da ist, welche immer für dich da ist. Erlaube dir auch, dich jetzt so tief wie es geht in diese Energie fallen zu lassen und spüre, wie du dadurch langsam immer ruhiger wirst, wie du dich entspannst und fühlst, wie deine Seele lacht, wie deine Seele lächelt, denn sie spürt deine Liebe und dein Licht. Und du spürst ganz intensiv dein Ich Bin. Gerade jetzt in diesem Moment spürst du, wie du zu leuchten beginnst und wie dein Herz sich öffnet, denn du bist bereit, die Botschaft zu empfangen. Ich bin die Liebe, ich bin das Licht und ich sehe dich vor mir und ich begrüße dich mit Smarana, voller Achtsamkeit und Freude, denn ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich, das Strahlen deiner Seele wahrzunehmen, wenn du mir jetzt zuhörst. Ich spreche zu dir im Namen aller geistigen Wesen. Ich wurde heute auserwählt, diese Botschaft zu überbringen. Geliebter Mensch, sei dir sicher, dass wir die Engel immer bei dir sind. Und sei dir sicher, dass wir dich tragen und schützen, wenn du dies möchtest. Wir wissen, dass es einigen von euch schwer fällt, durch diese Zeit hindurchzugehen. Wir wissen aber auch, dass diese Zeit nicht ewiglich andauern wird. Wir wissen, dass du gerade durch einen Prozess hindurchgehst und dieser Prozess betrifft die ganze Erde, mehr oder weniger. In einigen Teilen der Erde sind die Menschen in einem tiefen Prozess, in einer tiefen Transformation. In anderen Teilen der Erde sind die Menschen schon bereit, das Licht zu empfangen und weiterzugeben. Und alles ist so, wie es ist. Alles folgt einem göttlichen Plan. Und eure Seelen, sie kennen deine Aufgabe
deinen Weg auf der Erde. Und so ist es der Wunsch der geistigen Welt, dass du vertraust, vertraust auf deine Kraft und dass du sie auch wiederfindest, deine Kraft, falls du sie abgegeben hättest. Es ist uns, der geistigen Welt, sehr wichtig, dass du das Licht weiterträgst, denn in dir leuchtet das göttliche Licht, mit welchem du mit uns und mit Gott Vater verbunden bist. Und so halte die Fackel aufrecht und gehe voran, finde die Spuren des Lichtes, welche für dich vorgezeichnet wurden. Diese Schritte des Lichtes wirst du finden, wenn du vertraust und aus dem Kollektiv aussteigst, denn dann werden sie erst sichtbar. Solange du in der Angst verhaftet bist, wirst du diese leuchtenden Spuren des Lichtes nur sehr schwach wahrnehmen und vielleicht sogar übersehen. Wenn dich die Angst gefangen hält, verschließt sie deine Gefühle für das Schöne und für das Gute. Deswegen trete aus dem Kollektiv hinaus, in deine Mitte hinein. Schaffe dir deine eigene Welt der Liebe und des Friedens. Denn so können wir zusammen kommunizieren. So sind wir verbunden. Und sobald du dies erkennst und dem Lichte folgen wirst, kann sich alles ganz schnell verändern. Du weißt, dass die geistige Welt den Begriff Zeit nicht kennt. Und dennoch versuchen wir, mit dir in deinen Worten darüber zu sprechen. Wir sind uns sicher, dass du es verstehst. Und wir sind uns so sicher, dass du es auch schaffst, den Spuren des Lichtes zu folgen und die Erde in die höhere Energie der Liebe hineinzutragen. Wir wissen, dass die Menschen, die in der Jetztzeit inkarniert sind, diese Aufgabe übernommen haben. Und wir wissen auch, dass es diese Menschen schaffen werden. So vertraue auf dein Licht. Alles, was du tun musst, ist zu vertrauen. Und schon wird sich das Licht zeigen und dich leiten. Und so danke ich dir im Namen aller geistigen Wesen, dass du heute hier warst. Und verabschiede mich mit Smarana von dir. Und du, lieber Mensch, du kommst in deiner Geschwindigkeit langsam wieder in dein Hier und Jetzt zurück, bewegst Hände und Arme und bist wieder ganz hier. Wir haben Besuch bekommen zwischendrin. Ist sie auf meine Arme gesprungen, die kleine Maus hier. Und sie möchte euch auch ganz herzlich grüßen und sagen, dass alles lichtvoll werden wird. Du kleine Mausi, du.
immer wieder für Überraschungen bereit hier. So, dann danke ich euch sehr, dass wir heute wieder zusammen sein durften. Ne, Mausi? Hm? Und ich wünsche euch alles, alles Liebe, eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und wenn es dir gefallen hat, dann abonniere bitte meinen Kanal, indem du hier auf diese Kugel draufklickst, mich abonnierst und auch die Glocke aktivierst. Und wir uns gleich wiedersehen beim nächsten Video. Alles Liebe für dich. Muah.